So, hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan. Ich bin Max. Und wir sitzen hier gerade mit den neuen Releases dieser Woche. Und da wir ein Lore-Kanal sind, reden wir vor allem mit dem Necron-Experten heute darüber, ob eigentlich die neuen Modelle gut zur aktuellen Storyline der Necrons passen und vor allem, ob der Silent King überhaupt was auf dem Schlachtfeld verloren hat. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, aber lass uns doch erstmal die anderen Sachen angehen. Alles klar, wir fangen mit der Kuh an. Wir nennen es die Kuh, weil es so harmlos aussieht. Es ist aber gar nicht harmlos. Also das sieht wirklich nicht harmlos aus. Das alte Modell sah harmlos aus. Da bin ich ganz bei dir. Das stimmt, ja. Also wir haben es angeguckt und dachten uns, das ist das friedfertigste Modell, das Warhammer hat. Das stimmt, ja, absolut. Ja, vor allem, weil es auch irgendwie so, es sah so aus, als wärst du aus seiner Gruft rausgekommen und hätte überhaupt nichts auf dem Schlachtfeld verloren. Also irgendwie so das Äquivalent zu einem Lastwagen irgendwie oder ja, genau. So. Oder? Wir hatten ja sogar überlegt, ob wir nicht einen Konvoi aus Kühen bauen, die wir dann übers Schlachtfeld eskortieren müssen. Also insgesamt, ja, Ersteindruck, sehr harmlos, aber das ist alles andere als harmlos. Es hat vor allem der Doomsday Arc die Kanone geklaut, oder? Also vor allem, wenn ich mir überlege, diese Doomsday Arc, die ja ungefähr so groß ist, also so groß wie das Modell hoch, ist es eine kleinere Variante, aber es hat tatsächlich dasselbe Profil bekommen. Ja. Jetzt ist ja die große Frage, so wie ich das Ganze verstanden habe, sind ja quasi bei den Necrons bei der Umwandlung in diese Necrons eben von den Necron-Tür sind da irgendwie quasi die Seelen rausgerissen worden, die sind fort und jetzt ist da dann jetzt ein Necron drin? Nee, also die Canoptech-Konstrukte, das sind im Endeffekt Hilfseinheiten, die für die Instandhaltung der Gruftwelten und Hilfsaufgaben zuständig sind. Das bedeutet, die hat es wahrscheinlich auch schon gegeben, bevor die Necrons diesen. Da befragst du mich jetzt wirklich. Denkbar. Na, also, ich glaube, da steht auch nirgendwo was, aber wäre ja wahrscheinlich. Also denkbar, aber vermutlich, also ich meine persönliche Meinung, erst danach entstanden, als diejenigen, die sich um das ganze Zeug kümmern. Achso, das macht doch deutlich mehr Sinn. Davor gab es ja die Necrons zum Instandhalten nicht. Auch. Ja, ja, nur machst du selber für deine Körper verantwortlich. So gut es halt ging auf dem Strahlungsplaneten, ne? Genau, und einen Wächter. Also, das ist dieses Ding ja nach dem neuen Kodex auch, ja, macht meiner Ansicht nach völlig Sinn. Der ist auch relativ narrativ, oder? Du hast gesagt, das kann irgendwie was mit Abwehrfeuer, wenn die Necron-Einheiten angegriffen werden. Genau, ja. Tatsächlich meiner Ansicht nach sehr mächtige Fähigkeiten. Wenn eine Einheit im Umkreis angegriffen wird, kann er Abwehrfeuer geben. Und so wie ich das interpretiere, da müssen wir uns, glaube ich, nochmal genau schlau machen, ohne Command Points und immer. Weil es voll Angst hat, dass die Kälbchen angegriffen werden. ich finde das wirklich cool tatsächlich, dass dieses rumstarksende Wesen irgendwie so, ey, lasst meine Necrons in Ruhe. Und dann da mit dieser Doomsday-Kanone auf irgendwelche Leute schießt. Das finde ich großartig. Also, das hat auf jeden Fall was. Ich muss sagen, ich bin gespannt. Mal nachlesen, was es ist, aber lore-technisch auf jeden Fall definitiv cool. Ja, vor allem, es macht ja jetzt auch Sinn, dass immer mehr von diesen Konstrukten quasi, also es erwachen immer mehr Necrons, das bedeutet, ich brauche immer weniger von diesen Konstrukten quasi in der Gruftwelt, weil die rennen draußen rum, dann kommen die halt mit. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also ja, tatsächlich definitiv. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Einbindung. Also ganz kurz auch, warum wir das machen. Die Primaris Marines haben ja aufgrund ihrer Lore-Einbettung, sagen wir mal, eher ein bisschen Flak gekriegt. Und insofern ist die Frage, ist das gut gemacht worden? Ja, neuerdings eine, die man stellen muss. Die gab es irgendwie vor den Primaris Marines nicht. Stimmt, ja. Also, naja gut, die gab es schon. Also da waren schon auch manchmal ein paar Sachen dabei, die man für fragwürdig halten konnte. Ja, stimmt. Diese Insektenmenschen bei den Tau haben, glaube ich, irgendwie eine ausführliche Diskussion. Wie heißt die? Vespiden? Vespiden, genau. Da habe ich mal irgendwie gehört, dass irgendjemand das unlogisch fand. Aber da war das Internet noch nicht so eine Sache, wo man ausgeflippt ist. Ja, also tatsächlich viel schlimmer fand ich die Tauhox-Truppentransporter bei der Imperialen Garde. Das lässt ihn nicht los. Das ist wirklich, ich meine, jedes Mal einen Euro kriegen würde, wenn er darüber flucht. Warum eigentlich nochmal? Sag's auch YouTube, nur damit es raus ist. Ich sag's. Ich finde die Dinger wirklich mega hässlich, aber weil wir positiv bleiben wollen, ich besitze selbst welche, allerdings umgebaut, sodass die Ketten weg sind, weil die Ketten sind schlimm. Ach so, okay, ja. Alles klar, ja. Na gut. Ich hab's mit Rädern. Warte kurz, Segway, Dinge, die keine Ketten brauchen?
weil sie fliegen können. Genau, ist der Locust Heavy Destroyer. Warte mal, ich nehme mal so ein paar Imperial Fists Würfel, um das zu fortifieren. Ja, das so, ist gut. Ist nun befestigt. Rogue Dawn. Mein Lieblings-Primark. Falls irgendjemand denkt, es sind Space Wolves, es sind nicht Space Wolves. Ich liebe Rogue Dawn und die Black Templar. So. Das hat er jetzt wirklich... Nee, es gab, jemand hat mir in den, einmal wurde mir in den Kommentaren vorgeworfen, ich wäre ein Space Wolf Fanboy, was irgendwie total irritierend für mich war. Genau, und einmal hat man mir vorgeworfen, es nervt voll, dass ich in jedem Video Black Templar erwähnen muss. Und insofern dachte ich mir, jetzt habe ich beides gleich erledigt. Okay, gut. So, Locust Heavy Destroyer. Locust Heavy Destroyer, ja. Heavy Destroyer gab es ja vorher auch schon. Die Locust-Variante interpretiere ich jetzt einfach mal, dass es hauptsächlich die neue Waffe ist, die es gibt, also das neue Waffenprofil. Und im Endeffekt eine Waffe mit vielen Schuss gegen, ich würde es als anti-leichte Infanterie, weil es nur einen Schaden macht, interpretieren. Ja, okay. Also weiteres Waffenprofil, okay. Die Necrons haben ja grundsätzlich im Regelfall nicht besonders viele Waffenoptionen. Im ja, Regelfall das eine oder zwei. Da eine dritte reinzukriegen, ist schön. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich spielen würde. Wahrscheinlich eher würde ich die normalen Waffen bevorzugen. Aber das könnte momentan auch einfach an den Space Marines liegen, weil ich lieber zwei Schaden ja. oder mehr verursache. Doch, als braucht man dieser Tage für so gut wie alles. Genau. Aber an sich, das Modell hat sich leicht verändert. Ja, aber ich finde es passend. Ja, ist auch wirklich. Also ich mag auch tatsächlich die neuen, unten diese neuen sozusagen sehr, sehr wuchtigen Schubdüsen und alles. Das gefällt mir richtig gut. Also definitiv, ich bin dabei. Ich weiß nicht, ob ich die alten schöner finde, aber das ist, glaube ich, persönlicher Geschmack. Ja. Was ich tatsächlich vom Lore und von der Einbindung her sehr, sehr gerne mag, ist, ich habe jetzt dieses Indomitus-Buch mal gelesen, also den Roman, den es dazu gibt. Der ist so ein bisschen... Also, ich sage jetzt mal, dass keine große Literatur passiert. Warhammer hat ja manchmal tatsächlich erstaunliche Juwelen. Ne? Also, wenn man zum Beispiel Master of Mankind anschaut, das Buch ist wirklich ernsthaft literarisch wertvoll. Indomitus so mittel. Wir dürfen jetzt nie wieder negativ werden, das ist schlimm. Generell finde ich den Destroyer-Virus sozusagen vom Lore her und das, was der, also nur bestätige mich mal darin, aber ich glaube, der funktioniert ja so, dass das quasi die Necrons sind, die irre geworden sind über die Umwandlung. Quasi, weil sie ihre Seele und ihr Fleisch verloren haben und das irgendwie so eine Art Virus oder so in denen drin. Aber so genau kenne ich mich auch nicht aus. Also da müsste ich jetzt tatsächlich auch nochmal genau nachlesen, wie das mit den Destroyern funktioniert. Was du, glaube ich, meinst, ist, sind die... Oh, wie heißen sie jetzt? Die sich die Haut anziehen genau, und durch die... Ja, genau. Ich habe jetzt wirklich einen Namen. Flayer, glaube ich. Flayer. Früher hießen die Flayer, ja. Genau, wie die jetzt heute heißen, keine Ahnung. Sie stehen mit Sicherheit da drin. Ganz aber jetzt ist er eingebaut. Der Necron-Codex ist fortified, da geht gar nichts. Genau. Müssen wir nachschauen. Also kann ich dir jetzt wirklich spontan nicht beantworten. Aber was ich persönlich mag, ist, dass es quasi jetzt so eine Untergruppe an Necrons gibt, die eben diesen Destroyer... Also, dass dieses Destroyer-Keyword nicht nur auf diese Floaty-Dinger spezialisiert ist, sondern jetzt gibt es ja auch noch Nahkampf-Destroyer und alles. Und das ist, glaube ich, schon eine extrem coole Entwicklung. Also, da bin ich auch. Also, es freut mich tatsächlich, dass da ein paar mehr Einheiten reingekommen sind. Vor allem diese Tree-Pods sind zwar physikalisch ein bisschen fragwürdig, aber sie sehen cool aus, definitiv. Ja. Das ist vor allem beängstigend. Also ich finde, generell haben die Necrons, also sowohl das hier und auch die harmlosere Variante ohne Kanone, der neue Destroyer und auch die Necron-Krieger und so durch diese neuen Kampfschäden, die da dazugekommen sind und die, es ist irgendwie, es wirkt gespenstischer und fertiger irgendwie. Also ich habe echt beängstigender. Definitiv, also diesen Niedergangsaspekt und die tausende Jahre im Schlaf, die an den Leibern gezehrt haben, die sieht man jetzt, finde ich auch. Ja. Wenn ich das mit den ersten Necron-Modellen vergleiche, für alle, die sie nicht kennen, das, also man fühlt sich an den Terminator erinnert. Ja, genau. Na, das war ja wahrscheinlich auch genau, also war genau die Idee. Ne? Genau. Also die passen wirklich gut zu diesem zum Hintergrund des 1000 Jahre im Schlafs und langsam erwachend, angefressen durch die Zeit und jetzt wieder zur alten Größe aufsteigend.
finde ich richtig gut. Ich mag auch tatsächlich insgesamt das Games Workshop. Also das ist ja was Mutiges, ne? den Schritt zu gehen und zu sagen, hey, wir hatten ursprünglich mal die Idee mit diesem T1000-Thingy oder T800 eigentlich. Ne? Und wir gehen jetzt den Schritt quasi weg von der Terminator-Optik. Und das war ja auch dieser Hybrid mit dem ja eigentlich ägyptischen Pharaonenthema irgendwie das drin das war. Das kam erst später dazu. Genau, und das quasi mit jeder Necron-Inkarnation geht man weg von dem leicht trashigen Arnie-Film hin zu irgendwie halt quasi einer Storyline und auch einer Optik, die, finde ich, den Kunden auch tatsächlich ernst nimmt, sozusagen als jemanden, der irgendwie halt eben genau nicht dieses fast schon, ich will nicht kindlich sagen, wie beschreibt man es am besten, oberflächliche irgendwie hat, sondern die Modelle sind halt komplexer und beginnen jetzt auch Geschichte zu erzählen tatsächlich. Und passen auch wirklich gut in dieses grimdarke Universum. Ja. Also den Grimdark-Anteil, den haben sie definitiv. Wo wir gerade bei den Grimdark sind. So, Rogel, du darfst zurück. So. Qualification beendet. In der Tat. So, genau, dann müssen wir auf jeden Fall über Sarek, den stillen König, reden. Ja, das ist ein starkes Stück von Games Workshop, das Modell rauszubringen, meiner Ansicht nach. Weil, also das Power-Niveau des Silent Kings ist ja, also Primarchen-Niveau bis irgendwo Imperator, wenn man sich den Hintergrund anschaut. Ja, eher so vor allem Dämonen, also jetzt auch von den Werten her, die ich gesehen habe, eher Dämonen-Primarchen. Ne? Also er ist eher mit Magnus und mit Mortarion auf einer Wellenlänge als jetzt mit Gilliman. Ich glaube, mit Gilliman räumt er irgendwie relativ schnell auf. Also sollten sie. Im 1:1 bestimmt. Ja. Die Frage ist, also dieses Wesen, das Einzige, was es wirklich trifft, hat im Krieg in den Himmeln gegen, also Sternengötter gekämpft. Ja. Ja, und auch die Alten. Ja, genau. Also das müssen die Werte ja irgendwie repräsentieren. Und das, was wir im Kodex sehen, ist richtig ordentlich. Also der langt zu und die Befehlsfähigkeiten, die er hat, sind richtig, richtig ordentlich. Ja. Ja, aber tatsächlich die Frage, die sich ernsthaft stellt, ist, ne, sollte dieses Modell, also weil das ist ja im Prinzip, ne, die große Frage natürlich, als ich 16 war, habe ich mir auch vorgestellt, oh, und wenn dann mal der Imperator als Modell rauskommt, dann kann man den super geil spielen. Aber die Frage ist, sollte es dieses Modell auf dem Tabletop geben? Ja, das ist eine wirklich gute Frage, weil gerade beim Imperator hat man sich ja zumindest bis jetzt bewusst entschieden, kein Modell rauszubringen. Ja. Und das finde ich auch sehr gut, weil das Mystische im Hintergrund einfach mehr, also es lässt es bestehen. Man kann sich Gedanken drüber machen, man kann Vorstellungen entwickeln, wie es denn wäre, wenn der Imperator auf den Schlachtfeldern die Space Marines unterstützt und den Necrons den Kopf abschlägt. Aber jetzt kriegen wir die Antwort ganz direkt, wie es auf der anderen Seite aussieht. Genau, und das macht so ein bisschen die... Ich sag, der Champion des Imperators schafft den. Das müssen wir irgendwann mal ausprobieren. Ich möchte da jetzt nicht widersprechen, weil das Modell wirklich übel ist. Aber, nee, kann er nicht, weil, halt doch, kann er. Das ist der Void Dragon, der stimmt, mit der Necrodermis ist. Ja. Ja, aber die 16, ja, ist ja egal. Egal, also reden wir jetzt mal nicht drüber, was der Champion des Imperators hier tut. Also, es wird auf jeden Fall zeigen, was er kann. Ja, na, ich glaube auch tatsächlich, ich hätte fast eher den Schritt gemacht, also Games Workshop hat ja quasi von den, wie soll ich sagen, sozusagen von seinen Story Arcs und von dem, was es immer präsentiert, eigentlich eher so eine Vater-Sohn-Beziehung. Also quasi, man hat einmal die Frage, das Göttliche zum Irdischen und dann der Vater zu den Söhnen. Ne? Oder auch die Mutter zu den Söhnen, Mutter zu Töchtern. Eigentlich, es gibt immer diese Elterndimension. Und ich glaube, was mir ein bisschen mehr getaugt hätte, wäre, wenn man quasi nicht Sarek selber ins Spiel geschickt hätte, sondern wenn man quasi gesagt hätte, okay, es gibt diese ganzen Necron-Lords und diese Herrscher über die einzelnen Gruftwelten und Gruftimperien, aber Sarek hat halt in der Dunkelheit und den letzten paar Millionen Jahren, die er da rumhing, sozusagen ein paar andere Necrons so auf Primarchen-Level trainiert oder gebracht und er schickt einen von denen. Also sozusagen ihn noch eine Weile im Hintergrund lassen, weil ich verstehe, dass man sagt, hey, diese ganzen bisher bestehenden Necron-speziellen Charaktermodelle und die haben gefühlt eh mehr als die meisten anderen, oder? Also
echt viele, also nicht mehr als viele. Das Imperium, aber... Also sie haben wirklich viele, ja, das stimmt. Genau, dass die alle irgendwie nicht gezündet haben, das verstehe ich, ne? Und da hätte ich jetzt auch nicht, aber ich hätte Sarek, glaube ich, selber noch eine Weile so im Hintergrund gelassen und eher so, keine Ahnung, einen anderen, er gehört ja auch zu dieser Dreierspitze, das sieht man, glaube ich, auch hier, diese anderen beiden, nennen wir sie mal Personen, sind ja quasi Teil der Necron-Regierung gewesen, wenn ich das zumindest vom Modell her richtig interpretiere, und da hätte man einen von denen quasi vorne wegschicken können oder so. Also wäre jetzt irgendwie für mich weniger also einschneidend. Andererseits, du willst ja eigentlich, dass einschneidende Dinge im Lore passieren, ne? Eigentlich schon. Wobei ein Auftreten des Triumvirats an sich, das er dann für den Silent King übernommen hat, als der gegangen ist, hätte meiner Ansicht nach auch schon gereicht. Ja. Ich bin gespannt. Also vielleicht bringen sie dazu ja noch coole Stories raus, weil jetzt, wo er da ist, muss der ja auch irgendwo vorkommen, ansonsten wäre es ja witzlos. Na, die haben gerade schon diese Storyline mit dem Pariah Nexus, wo er quasi wirklich beginnt, immer größere Teile des Imperiums sozusagen von Menschen zu befreien und vom Warp abzuschneiden. Das bedeutet, da ist ja jetzt eine ernsthafte Bedrohung da, ne? Also das machen sie schon gut. Und da hat bisher, wie heißt denn der? Der hat quasi sein Diener, der dieses Illuminor Saras. Ah ja, genau. Genau, dass er den vorausgeschickt hat und der auch ein neues Modell gekriegt hat. Ja, der ist eigentlich so auf Primark-Niveau, ne? Also so vom, nicht, ich weiß nicht von den Werten her, aber so wäre jetzt die Person, wo ich sagen würde, wenn er der Imperator ist, wäre Illuminor Saras so sein. Ja, der ist eher Wissenschaftler. Ja, der ist eher Wissenschaftler, weniger Anführer und. Also, ich kann mich jetzt auch an nichts erinnern, wo es eine wirkliche Verbindung zwischen Silent King und Saras gibt. Also der war ja auch die ganze Zeit da, als der King noch im Dunkeln war. Ob es da wirklich eine Verbindung gibt, weiß ich nicht. Ja, mich aber wundern, weil es passt irgendwie nicht so ganz in die Storyline. Außer, das stimmt, der ist eine sehr unabhängige Person eigentlich, auch genau. Der recht wenig Bock auf andere Leute hat. Das ist richtig, der hat wirklich keine Lust auf andere Leute. Und beziehungsweise, dass ihm irgendwer Befehle gibt, das ist wirklich nicht so sein Ding. Deswegen, ja. Aber schauen wir mal, ich bin gespannt, was da für Storys dazu kommen. Ja. Man kann das jetzt auch alles spielen. Ne? Es gibt ja diese Kampagnenband der Pariah Nexus. Und ich glaube, den wollen sie dann so weiter fortführen, sodass man quasi die Storyline tatsächlich spielen kann. Und es kommen auch immer wieder jetzt Bücher zu dem Thema raus. Also, also ich glaube schon, dass Games Workshop in die Richtung jetzt tatsächlich echte Schritte unternimmt. Und dann kann man ja mal gucken, wohin es uns führt. Auf die Bücher bin ich sehr gespannt. Ich stelle auch immer wieder fest, dass es jetzt auch in Deutsch immer mehr Hörbücher tatsächlich gibt. Ja, das stimmt. Ich höre tatsächlich gerade die Gaunt's Ghost-Reihe. Bis zu Band 3 ist es jetzt raus. Ich liebe die einfach, ich muss es zugeben. Das und Doppeladler. Er liebt das Buch Doppeladler wirklich gerne. Du hast es noch nicht gelesen? Das, ich hab's nicht. Ich werde es machen, ich verspreche es. Ich werde es und dann bin ich wahrscheinlich auch Fan. So. Genau, also wir sind gespannt und schauen, was es wirklich bringt und vor allem, was er auf dem Schlachtfeld reißt. Ich habe ihn mir nämlich auch schon bestellt. Genau, weil das hier ist ja, den hier haben wir quasi vorgestern schon verlost. Falls ihr noch an der Verlosung teilnehmen wollt übrigens und versuchen wollt, Sarek, den stillen König, für euch zu gewinnen, an einer dieser beiden Ecken des YouTube-Videos, weil ich immer vergesse, welches ist, erscheint jetzt der Link zu dem Video, wo ihr dann erfahrt, wie es funktioniert. Das sind solche Profis. Also ja, absolut. So. Genau, alles klar. Aber dann sind wir eigentlich durch, ne? Ja, wir sind durch. Die Space Marine-Teile können wir euch nochmal zeigen. Da ist aber jetzt... Boah. Ich würde gerade sagen, Turm. Gab es vorher auch schon mal, ohne Mensch dahinter. Hieß genau. Tarantula Turret oder so. Genau. Turm mit Rädern. Genau. Und ihn hier, der ist sau cool. Ja, Primaris ist cool. Chaplain on Bike. Das ist das ja. Eigentlich, also ich glaube fast ein bisschen, jetzt bereue ich ein bisschen, dass ich nie intensiv Dark Angels oder White Scars gespielt habe, weil die neuen Bikes sind schon, taugen mir extrem gut. Also meine Dark Angel Armee kriegt den auf jeden Fall. Ja, das nachvollziehbar. Wenn die Necrons fertig bemalt sind, was dauern wird. Ewig dauern wird. So, aber dann an dieser Stelle, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Macht's gut und bis bald. Bis bald. Ciao.